Hier drin habe ich bestimmt nichts, außer ein Leingewebe. Okay. Das heißt, ihr müsst normale Säckli herstellen. Und das bedeutet, ich brauche alles Leder der Welt, was ich zusammenkriege. Leder, 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 Leder. Du trägst zu viel. 225 Leder. Wer kann er locken? Der Bree kann das locker tragen. Nicht schlecht. Stabil. Stabil, Bro. Stabil. Ich gehe am besten zum Schneidertisch. Das geht schneller. 75 Säckli. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich kann es echt nicht sagen. Wir haben 771 Münzen. Und wir müssen 4571 Münzen an Steuern bezahlen. Mein lieber Scholli. Warte mal, ich muss das kurz unterbrechen, weil sich hier wieder Mitarbeiter beschweren. Ah, die Küche ist kaputt. Deswegen. Oh, Häuser sind kaputt. Oh, der Grabungsschuppen ist kaputt. Oh, guck mal einer an. Ah, die Fischerhütte. Die hat kein Material mehr, weil das Fisch ja verdorben ist. Ja gut, dann... dann machst du halt kein getrocknetes Fischfilet mehr. Du kannst auch erst Fischfilet wieder jagen, wenn da wieder genug was dafür ist, aber so. Ich mach mal kurz die Säcklis fertig. Dann reparieren wir die Häuser. Und dann gehen wir Steuern bezahlen. In der Hoffnung, dass es reicht. In der Hoffnung, dass es reicht. Ich glaube, warte, was gibt ein... Bruder, lass mich doch kurz schnell schauen. 50, ein Fuffi. Ein Fuffi für ein Säckli. Heißt jetzt bei 75... Ui. 70. 3500? Boah, das reicht niemals. 3500. Oder? 3500 kriegen wir. Theoretischer Preis. Ja, 3750. Mit den Säcklis. Vielleicht kann ich ja noch Dingens verkaufen. Federn. Die haben wir jetzt auch wieder. Von unseren Guys aus der Jagdhütte. Aber das reicht niemals. Eier. Eier verkaufen. Ja, auch das muss man in Betracht ziehen in harten Zeiten. Jetzt trage ich nicht mal mehr zu viel. Lull. Er stellt wenigstens ordentlich fleißig die Säcklis her. Ja, was sicherlich auch noch eine brennende Frage ist, wenn man so ein bisschen im Lava-Flow ist, wie geht's weiter in Zukunft? Und zwar, Medieval Dynasty, ich glaube, die 200 Folgen machen wir voll, ne? Das ist schon mal gesagt. Dann, will ich noch Pokémon und Need for Speed abarbeiten. Ich habe zwar gerade mega Bock auf City Skylines und High-Rise City, weil City Skylines Teil 2 bald rauskommt. Und da möchte ich zuerst Teil 1 mit euch mit ein paar Mods gezockt haben. Ich glaube, ich werde da ein paar Mods reinknallen, so dass wir zum Beispiel unendliche Größen von der Map haben, also alle Fläche freischalten können. Das wäre mir persönlich noch so ein Anliegen, weil das ist dann schon ein bisschen kleinwidrig. Mal schauen, wie sich das dann entwickelt. High-Rise City? Vielleicht müssen wir mit High-Rise City dann weiterfahren. Zuerst. Die Frage ist nur, wann nehme ich Pokémon auf? Es ist unglaublich, meine Freunde. Ich glaube, das müssen wir einfach so spontan. Setze ich mich mal am Abend hin. Gut, jetzt am Abend hinsetzen ist immer ein bisschen schwierig, weil Schule und so, ne? Im Studium bin ich ja voll im Gange. Aber einfach mal so wieder ein paar Folgen.
dass da wieder so eine Woche was kommt von City Skylines. Ich glaube, das können wir so machen. Das kann ich so einrichten für euch. Das wäre gar kein Problem. Das lasse ich mal hier so. 5 Säcklis hier. Dann nehme ich den Hammer in die Hand. Und gehe auf Reparatursuche. Stocks braucht er. Okay. Aber ich habe das große Glück. Ich kann ja einfach hier ein paar Stocks abgreifen. Nicht Gänseblümchen, einfach Stocks. So. Dann können wir dieses Haus reparieren. Dann kann der Brev... Er ist zwar hier am Arbeiten, aber es geht, glaube ich, wirklich nur, wenn das Haus repariert ist. Dass er dann wirklich arbeitet. So. Bei Gewinnung. Der Grabungsschuppen, der muss repariert werden. Schon wieder. Naja. Dann ist es halt so. Somit kriegen wir... Warte mal, ich schau mal hier. Bei Gewinnung. 2595. Wir machen jetzt mal alle Reparaturen durch. Aber ich brauche Stroh dafür. Oh, ein bisschen Brückentraining. Wie ich heute im Fitness. Das geht ins Kreuz, mein Lieber. Das geht ordentlich ins Kreuz. Das machst du richtig schön gut. Gute Bewegungen. Ja, ja, der Bré hat's drauf. Er kann das richtig gut. Also Stroh haben wir genug. Denke ich mir, ja. Komm schon, bau doch. So, das Haus steht wieder. Dann, hier ist eigentlich alles wieder gut. Bei der Jagd ist auch alles gut. Landwirtschaft soweit gut. Hier ist gut. Produktion. Die Schmiede hat keine Rohstoffe mehr. Ja, was hat denn der? Er hat keine Bronzebahn mehr. Okay, dann kümmere ich mich gleich drum. In dem Fall muss ich jetzt noch 3 Häuser reparieren. Ja, die hinten. Da hinten. Okay. Schauen wir mal, was wir da für Ressourcen brauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass 1-2 Häuser Bretter brauchen. Könnte ich mir so vorstellen. Boah, mein Auge juckt, das ist nie gut. Ich hasse das. Ist immer so unangenehm, vor allem als Linsenträger. Ah, nee, Stroh, okay. Gut. Das hier ist repariert. Müssen wir jetzt hier noch reparieren? Gut, dieses Haus hat ordentlich was abgekriegt. Ja, hier auch noch? So. General überholt das Haus. Nehmen wir ein paar Zweige mit. So. Das sieht gut aus. So, sind alle Häuser wieder repariert. Perfekt. Dann können wir doch jetzt mal hier nachschauen. Oh, okay. Gibt ein bisschen. Oh, ist nicht viel, aber immerhin. So, dann stelle ich mal Zinn her, ne? Einen wollen wir Steuern zahlen, aber die können warten. Stockenkorn haben wir noch. Okay. Zinnerz. Jetzt habe ich zu viel Zinnerz mitgenommen. Oh, schade. Lass doch mal so zurück. Ja, nein, 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 nein. Warte mal, ich habe noch Gewichtstrakt dabei, ne? Ja.
Dann habe ich den jetzt einfach geused. Mach mal den Arbeitsplatz frei, Lubert. Lubert? How are you? Have a good day. Dankeschön, jetzt kann ich 31 Zinnbahnen herstellen. In Zeitlupe. Obwohl, das geht wiederum sehr schnell. Er kann nicht schnell Brennholz herstellen, aber er kann sehr schnell Zinnbahnen herstellen. Das ist weird. Sehr weird. So, mit den 10 Bahnen kann ich dann gleich die Kupferbahnen holen. Alter! Schon fertig? Zinnbahnen. Kupferbahnen. Ja, nur 13 Stück. Was ist das? Hallo? Ist da auch irgendwas gemacht? 13 Bronzebahnen kann man immerhin herstellen. Gut. Auch die gehen sehr schnell. Immerhin ist hier das Mischverhältnis sehr fair. Das gefällt mir schon mal. So, der Bronzebarren ist fertig. Ich glaube, ich lasse den Schmied hier. Produktion Schmied. Er stellt aktuell Steinspitzhacken her. Mach mal eine Bronzeaxt. Bronzespitzhacke. Dann braucht er zwar mehr Bronze. Aber dann ist es so. So. Wer reklamiert jetzt schon wieder? Die Scheune. Warum? Oh nein, du hast nichts mehr Verdorbenes. Krass. Dann lassen wir das mit dem Verdorbenen. Jagen die Produktion hoch. Jagen das da hoch. So. Dünger. 132 Dung verbrauchen die. Wir haben immer nur noch zwei Schweine. Das ist ein bisschen schade. Hühnerstall. Die Hühner vermehren sich aber auch nicht wirklich. Ja, die produzieren weniger Dung, aber... Die produzieren Eier und Feder. Gut, das haben wir geklärt. Säckli habe ich, glaube ich, hier drin. Dünger haben wir ja en masse langsam. Die Feder kann ich mitnehmen. Dann was können wir noch verkaufen? Kupfermesser? Nein. Leinsamen? Nein. Roggen? Ja, das Roggenkorn, das ist okay. Tollkirsche, was auch immer das bringt. Verdorben, das habe ich fast nichts mehr. Oder warte mal, muss das Verdorbene hier rein? Ei. Nehme ich die Eier mit. Getrocknetes Fischfilet, gebraten, Gallenröhling, Karotten. Kohl, Alter, wir haben so viel Kohl, Mann. Oh. Zwiebel. Okay. Eier habe ich dabei. Fleisch mit Soße. Oh, wir haben fast. Wir brauchen wieder Kohlsuppe. Da sehe ich uns, Leute. Wieder bei der Kohlsuppe.
Also diese Küche stellt Fleisch mit Soße her. Diese Küche stellt Fleisch mit Soße her. Okay. Okay, okay. Ja. Und was macht die? Was machen die Jäger? Zu wenig Fleisch. Aha. Ich sehe das Problem. Ja. Gehen wir mal hier mit den Federn ein bisschen runter, mit dem Fleisch ein bisschen hoch. Gut. Dann versuchen wir unser Glück bei den Steuern zu bezahlen. Ich krieg die Krise. Ich glaube, dass bin noch überlegen, was können wir noch für Leute einstellen. Vielleicht muss ich wirklich mit Ton etwas dekorieren und das dann verkaufen. Vielleicht, vielleicht. Wie viel Ton haben wir? Ton. Ja, das sieht nach was aus. Ton. Also hier können wir noch gar kein... Jagdhütte habe ich 2. Überleben brauchen wir 5000 für eine größere Fischhütte. Landwirtschaft. Kurz vor Stall sind wir. Feldschuppen in Landwirtschaft. Für die Windmühle, da brauchen wir noch ordentlich Landwirtschaft. Okay. Was? Kriege ich das passiv? Lol, ich kriege irgendwas passiv. Geil. Suche mir. Zeig mir deine Ware. So, hier. Du armer Mann. Du hast gar kein Geld mehr. Mach's gut. Have a good day. So, hier. Adelina. Hello there. Zeig mir deine Ware. My wares never disappoint. 6 Eier kann ich dir verkaufen. Und die Feder kann ich dir auch noch verkaufen. Oh, ich habe noch Zinnbarren dabei. What the fuck? Warum habe ich Zinnbarren dabei? Und wie viele Säcklis? Okay. Gut. Mach's gut. Pepin, ne? Nein, 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 nein. Ich will hier rüber. Edwin, zeig mir deine Ware. Whatever you need, I've got it. So. Jetzt fehlen wir mir immer noch. You. Have a good day. 1400. Mir fehlen einfach immer noch 1400. Ach du heiliges, ach du Heiligsblechler, oder? Hä? Mm-hmm.